Ich bin Eddie Brock. Ich bin Reporter. Ich scheine immer Dinge in Frage zu stellen, die die Regierung offenbar übersieht. Ich habe etwas richtig Schlimmes gefunden. Und ich wurde... Eddie. Wer war das? In Besitz genommen. Wenn Sie sich die Welt anschauen, was sehen Sie dann? Einen Planeten kurz vor dem Kollaps. Menschen sind entbehrlich. Aber Mensch und Symbiont in Verbindung schafft eine neue Rasse, eine neue Spezies. Eine höhere Lebensform. Was willst du von mir? Das wirst du rausfinden. Das tut mir so leid. Wir können Menschen nicht einfach wehtun. Sieh mir in die Augen, Eddie. So wie ich das sehe, können wir machen, was immer wir wollen. Haben wir einen Deal? Augen, Lungen, Pankreas. So viel Sex und so wenig Zeit. Diese Macht hat nicht nur Schlechtes. Du hast keine Ahnung, wie sehr du mir gerade Angst einjagst. Eddie, kooperiere. Dann wirst du vielleicht überleben. Jungs, ihr wollt das nicht. Vertraut mir. Große Fortschritte haben immer ihren Preis. Beide Arme und beide Beine von dir fressen und dann dein Gesicht direkt von deinem Kopf. Dann bist du ein armloses, bein- und gesichtsloses Ding, das die Straße herunterrollt. Wie ein Kackhaufen im Wind. Was zur Hölle bist du? Wir sind Venom. Oh, ich hab einen Parasiten. Nacht, Mrs. Chen. Maybe it's time to let the old ways die. Maybe it's time to let the old ways die. Takes a lot to change, man. Hell, it takes a lot to try. Weißt du, Mann, früher da war ich mir immer sicher, dass aus dir mal was wird, dass es dir gut gehen wird. Jetzt mache ich mir zum ersten Mal Sorgen um dich. Darf ich dich was fragen? Okay. Tell me something, girl. Schreibst du Songs oder so? Ich singe meine eigenen Songs nicht. Warum nicht? Ich fühle mich nicht wohl dabei. Warum fühlst du dich nicht wohl dabei? Fast alle sagen mir, dass ihnen gefällt, wie ich singe. Aber dass ihnen nicht gefällt, wie ich aussehe. Ich finde dich wunderschön. Hey. Was? Ich wollte dich nur noch mal ansehen. In all the good times I find myself longing for change. Wir machen das jetzt so. Du singst den Song, den ich so toll finde. Nein, das kann ich nicht. Jetzt komm schon, na los! Jack, bitte, das ist nicht witzig. Jack! Sieh mich an. Du musst mir einfach nur vertrauen. Mehr musst du nicht. I'll never meet the ground.
Das El Royal ist ein Zwei-Staaten-Etablissement. Sie haben zwei Möglichkeiten. Entweder ein Zimmer in Kalifornien oder in Nevada. Was führt Sie ins El Royal? Im Ritz-Carlton war nichts mehr frei. Früher steppte in dem Laden der Bär. Der alte Dean Martin hat sogar einen Song darüber gesungen. Sie sollten nicht hier sein, Vater. Das ist kein Ort für einen Priester. An dem Slogan sollten wir noch arbeiten, Junge. Das El Royal, kein Ort für einen Priester. Beobachten Sie mich? Ich beobachte nur, wen die beobachten wollen. Wer sind die? Das Management. Würden Sie bitte die Tür aufmachen? Nein, das werde ich nicht. Wir müssen so weit wie möglich weg von ihnen. Howdy. Ich bin kein echter Priester. Ach, ohne Scheiß. Hallo Freunde, ich liebe Singen und Tanzen. Für 50 Cent lutsche ich dir den Schwanz. Sehr guter Preis. Da wünsche ich mir fast, ich hätte einen Schwanz, den du lutschen kannst. Na, das werde ich mal das Jahr. Sie zwei sind die höchst dekorierten Officer in dieser Einheit. Was ist Ihre Meinung? Sieht aus wie ein Einbruch, der schief ging. Das war kein Einbruch, das war ein Auftragsmord. Scheiße! Irgendeiner da draußen. Bring Puppen um. Süßer. Bock auf vertrocknete Pflaumen? Ich bin eine Frau. Ist auch okay. Ja, das ist sogar noch besser. Mit uns kannst du richtig Spaß haben. Dieses Plüschgemetzel muss aufhören. Langsam geht uns die Watte aus. Du bist einer der besten Cops, die ich kenne. Geben Sie mir Ihre Marke. Ich bin das scheiß FBI. Ach ja, und wofür steht das? Fickender blöder Idiot. Wenn die Scheiße verrückt wird, wäre die Scheiße verrückt. Oh Gott, alles okay? Ich glaub, mein Jungfernhäutchen ist gerissen. Das ist reinstes Ecstasy. Nein, ich nehme sowas nicht. Mach schon! Das tut mir aber leid um deine tote Menschenfreundin. Geiles Zeug. Oh, fick mich. Mach ich vielleicht. Ist Phil da? Er bedient gerade eine Kundin. Ja. Ist das das, was ich denke? Ich komme! Schwindelanfall. Meine Güte! Daniel! Oh, Patrick! Wir könnten heute Abend zusammen essen. Oh, mit Vergnügen, dann kann ich euch endlich Emma vorstellen. Hör mal, der will doch nicht etwa seine neue Freundin zum Essen mitbringen. Nein, Daniel, das ist, ist das dein Ernst? Obwohl dieses Arsch auch gerade meine beste Freundin einfach so abzimmert hat. Bonsoir. Sehr erfreut. Can't you see? Ich verstehe nicht, wie er Laurence verlassen konnte. Eine Frau, die außergewöhnlich ist. Für diese 30-jährige Schlampe. Naja, aber das ist doch leicht zu verstehen. Pardon, aber was hast du gesagt? Wer, ich? Was hast du gesagt? Nichts.
nicht aufhören. Bitte? Er kann nicht aufhören, von Ihnen zu reden. Ich nasche für mein Leben gern. Sie naschen für Ihr Leben gern? Das ist ganz furchtbar. Machen Sie den Mund auf. Wo soll ich die Flasche holen? Mein Gott! Oh, Scheiße. Was tun wir bloß? Fahr mit mir irgendwo hin. Man lebt nur einmal. In ihr lag die Verheißung auf ein verrücktes Leben. Intensiv und schwindelerregend. Zum ersten Mal war er endlich aufgewacht. Hm? Hörst du uns überhaupt zu? Ja, pardon. Sie liebt das Leben so sehr. Aber sicher, sie vernascht auch gern, nicht wahr? Bitte? Es macht ihm Spaß zu sehen, wie du dich verhältst. Wie verhalte ich mich? Deine Fleischbeschau. Was? Na, deine Fleischbeschau. Du spinnst doch total. Er ist nur zum Essen gekommen, um uns die Frau vorzustellen, die ich liebe. Die Frau, die er liebt. Hey, hört her. Hört alle her. Ich hab was gesehen. Und zwar ein Monster. Es kam vom Himmel herab auf mich zu. Es kann so. Weg, hau ab! Und dann bam, hat's mich hochgeschleudert und ich so. Dann habe ich es gesehen. Ein ungeheuerliches Wesen, von dessen Existenz ich nur gehört hatte. Als Legende. Wo hast du einen winzigen Fuß? Ich glaub's nicht. Es ist ein Smallfoot. Komm zurück. Hast du nicht, oder? Doch, schon. Nein. Doch? Nein. Ich hab ihn gesehen. Er existiert nicht. Nimm die alberne Geschichte zurück und sag die Wahrheit. Ich, sag ja die Wahrheit. Wir glauben dir. Nietzsche? Willkommen beim SES. Steht für Smallfoot existiert, Stinker. Wir haben Beweise für Smallfoots Existenz gesammelt. Sieh her, die Rolle der unsichtbaren Weisheit. Stell dir mal die genialen Sachen vor, die da drauf kommen. Das beweist gar nichts. Ich weiß, was ich gesehen habe. Und ich werd's beweisen. Warte! Er ist weg. Oh Mann. Oh, große Wowheit. Wow. Da ist er. Ich sollte mich ihm vorstellen. Hi, ich bin. Du bist ja vielleicht putzig. Smallfoot? Oh, sollte er einfach so rausfallen? Streetwise Hercules to fight the rising heart. Sie sehen heute Abend besonders bezaubernd aus. Ching! Wir haben ein Problem. Gut. Die Identitäten unserer Agenten wurden enttarnt. Das Land befindet sich im kompletten Chaos. Und das Universum schickt mir Sie. Sir! Ja, schon gut, Buff. Wir gehen auf eine Mission, nicht in die Flitterwochen. Natürlich, Sir. Zielort? Südfrankreich, Sir. Schalte die Raketen scharf. Das sind nur Radfahrer. Es sind französische Radfahrer, Buff. Und sie behindern den Geheimdienst Ihrer Majestät. Sie ist der Schlüssel zu diesem Fall. Ich weiß nicht, ob ich schon jemals einen Mann wie Sie kennengelernt habe. Darf ich diese Unklarheit für Sie beseitigen? Haben Sie nicht.
Virtual Reality? Man geht voll darin auf. Es gibt Menschen, die ihre Umgebung völlig vergessen. Ich denke, wir können garantieren, dass das nicht passieren wird. Sagen Sie mir, dass der Agent, den Sie vor Ort haben, irgendwelche Fortschritte macht. Ziel erfasst. Jetzt sollten wir den aufblasbaren Schuhkarton einsetzen. Nein, nicht den Wagen öffnen! Kommen Sie irgendwie an den Türgriff? Nein, nicht wirklich, Sir. Magnetische Stiefel. Brillant, Sir. Niemand darf auch nur ahnen, dass wir hier sind. Bis zu unserem Wiedersehen. Das ging schneller als erwartet. Au, 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 au. Hey, Kids! Wow, Sie haben ja ganz schön was aufgefahren. Zu viel? Nein! Ja. Leg dich wieder hin, Greg. Seht euch das an. Eine geheimnisvolle Störung ereignete sich unlängst in Madison, Delaware. Kreaturen wurden lebendig. Aus den Originalmanuskripten von R.L. Stine. Das Buch. Welches Buch? Das ist ein Gänsehautbuch. Es ist verschlossen. Oh, Mann. Was habt ihr gemacht? Es ist an der Zeit, dass Halloween ewig dauert. Die sehen ja nicht so gut gelaunt aus. Pass auf! Verstehe ich das richtig? Wir durchleben gerade eine Gänsehautgeschichte? Und die soll echt zum Schreien sein. Ah! Halloween lebt. Ich weiß. Ist auch mein Lieblingsfeiertag. Danach werdet ihr eine ernsthafte Therapie brauchen. Nur mit diesem Buch können wir alles beenden. Also los. Da wird wohl einer den Kostümwettbewerb gewinnen. Gänsehaut 2. Gruseliges Halloween. Das sind doch nur Gummibärchen. Demnächst im Kino. Test 1, 2, 3. Kamera läuft. Wir führen Ermittlungen über einen Patienten, der 78 an Halloween 4 unschuldige Teenager ermordet hat. Er wurde von seinem Psychiater angeschossen. Noch in derselben Nacht festgenommen. Und sitzt seit 40 Jahren in Haft. Hallo, Michael. Ich habe etwas, was Sie vielleicht sehen wollen. Zum Jahrestag ist keiner aus der Familie zurechnungsfähig. Ich meine, deine Großmutter ist Laurie Strode. Sie wurde fast ermordet. Hat nicht ihr Bruder all die Babysitter ermordet? Nein, das war nicht ihr Bruder. Das haben die Leute erfunden. Wissen Sie, dass ich jede Nacht dafür bete, dass er ausbricht? Wieso um alles in der Welt tun Sie das? Damit ich ihn umbringen kann. Dad, pass auf! Der Bus hat den Unfall. Mom, welcher Bus hat den Unfall? Michael ist entkommen. Tut mir leid, hier ist besetzt. Hallo? Nein, bitte nicht! Er hat auf diese Nacht gewartet. Er hat auf mich gewartet. Ich habe auf ihn gewartet. Schnell, lauf nach Hause und bleib drin! Sie glauben nicht an den schwarzen Mann? Nein. Er ist hier! Michael! Das sollten Sie. Kannst du die Schranktür zumachen?
Alle Menschen auf der Welt sind mehr oder weniger gleich. Wir alle teilen dasselbe Erbe. Und wir alle haben unsere Vorgeschichte und unsere Geheimnisse. Ihre Frau ist vorgestern verschwunden. Es muss einen Grund dafür geben, dass sie auf und davon ist. Au. Wollen Sie damit andeuten, dass ich etwas damit zu tun habe? Was wissen wir über die, die uns am nächsten stehen und ihre geheimsten Beweggründe? Wollen Sie sie wirklich finden? Muss 3 Jahre her sein. Und Sie haben das Buch meines Mannes übersetzt? Mit einem versteckten Code im Manuskript. Er hat mir nichts gesagt. Ein Verdacht muss langsam wachsen. Sie halten alle Trümpfe in der Hand. Sie sagen, dass Sie ihn gesehen haben. Dieser Mann, er verfolgt mich. Hey, warten Sie! Es ist immer noch Zeit, David. Mord oder versuchter Mord? Es ist noch nicht zu spät. Jetzt ist es an mir, dich zu töten. Intrigo, Tod eines Autors. Demnächst nur im Kino.